So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde Aram am Abend. Wie euch wahrscheinlich direkt schon auffällt, ist der Kev nicht da. Dafür ist der Alex im Boot. Hallo. Der Kev, Lierpirat. Der Kev. Witziger Kevlierpirat. Ja, das ist ein ganz witziger hier. Genau, ja. Ist halt der lustigste Mann überhaupt. Genau. Merkt das schon. Heutiges Thema: Musik. So. Ja, was hast Kommentare? Du zu sagen? Kommentare vom letzten Mal habe ich jetzt. Kommentiert schon? Habe ich jetzt gar nicht so. Wir sind wieder gut vorbereitet, wie ihr merkt. Ja, also bitte tötet uns einfach, weil. Flamet uns, weil wir haben einfach nicht 48 Stunden Tage. Genau, das geht so nicht. Und bitte mach. Nicht. Max, bitte mal jetzt bei allen Let's Play 1-Stunden-Parts. Sonst De-Abo. So. De-Abo! Instant. Oder hat einer von euch mal in den Kommentaren. Also klar, ich habe mal in die Kommentare geschaut, aber wir haben ja dieses. Dass man in die Kommentare was schreibt und wir das am Anfang einer Folge mal vorlesen, was da so nennenswertes drin vorkam. Haben wir jetzt diesmal nicht. Nee. Schade. Eigentlich nur die Musikrichtungen wurden da angegeben. Musik sag ich schon. Sportarten, die man genau getrieben hat. Irgendwer hatte bei mir was über Handball und Fußball nochmal so ein richtiges, bei mir sagt auch. Man. Ich hatte auch so einen Vergleich. Handball, genau. Weil du hast, glaube ich, an einer Stelle gesagt, hier von wegen Handball ist ja wesentlich brutaler. Da ging er los, der Rage. Was geht's denn eigentlich gerade? Ich dachte, wir reden über Musik. Ja, es geht gerade um die vorherige Folge. Oh, gut vorbereitet, der Kevalier-Pirat. Der Kevalier-Pirat. Hast dein Skript nicht gelesen, ne? Ja, Regie, schaff dir mal raus jetzt. Wir haben extra ausgedruckt. Gut vorbereitet, echt. Danke. Danke, Max, dass du den eingeladen hast. Super, super Idee. Ja, fangen wir einfach mal an mit Musik. Was sind denn so eure Musikrichtungen, die ihr... Hört ihr aktiv Musik regelmäßig? Ja, nur Klassik. Nur Klassik? Perry, das wusste ich. Nur schön, ja. Irgendwas Bach. Mit Klassik auf jeden Fall. Ganz Tag höre ich mir Bach an in der Schleife. Echt auf dem Fahrrad ist so GG. Aber ich glaube, Musik ist immer unterschiedlich. Also aber auf dem Fahrrad früher, ist ja schon fast gefährlich. Ja, super gefährlich. Ja. Deswegen habe ich es immer ganz leise. Damit ich nicht sterbe. Damit ich. aber ohne Bremsen fahren, das ist okay, ne? Nee, ja, das ist echt so. Ich musste mit seinem Rad ja zum Hotel fahren. Ja, übrigens, Max, mein Rad hat keine Bremsen. Die hab ich jetzt mittlerweile repariert. Was ist da los? Der Weg hat 90 Grad Steilung. Steigung. Steilung. Also, ich höre aktiv Musik eigentlich immer, wenn ich Zeit hab. Ja, Sidecore halt einfach, ne? Ja. So, also Schleichwerbung. Auch ja. Größtenteils Metal durchaus, allerdings nicht nur. Also ich, also vor ein paar Jahren war es noch richtig extrem, da habe ich gesagt Metal One and Only, dass er da noch immer unter den Metallern dieses berühmte True, ja, man ist True, wenn man das und das hört und sich so und so verhält. Da bin ich mit der Zeit jetzt etwas lockerer geworden und höre ja halt auch sonst was. Hast also auch aufgehört, reicher. Dich zu schminken? Genau. Nice, ist gut. So. Der Kajal ist auch im Schrank. Der Kajal ist da. Nee, nice. Aber Metal habe ich sehr früh angefangen zu hören. Ich glaube mit 12. So. Nice. Ob das jetzt früh ist, liegt im Auge des Betrachters. Gibt ja Leute, nicht, die haben was? Schon mit 3 Metal gehört. Ne, Alex. Ja. Ich glaub, Metal habe ich echt hab nur ich gehört, wenn ich irgendwie joggen war oder sowas. Irgendwas, oder ich irgendwas schnell machen musste. Hab ich immer gern. Schnell. Irgendwas ist nur verdownmäßig zum Joggen. Das ist G-Man. Das immer für Down, das ist ja. Das ist, glaube ich, eine Band. Das ist, glaube ich, echt eine Metal-Band, die auch. Ja, auch sehr, sehr, sehr bekannt ist bei auch anderen Leuten, die nicht unbedingt nur Metal hören. Ähnlicher wie Linkin Park, wo Linkin Park. Ja, gut, aber Linkin Park zählt ja nicht mehr zu Metal, oder? Linkin Park sagen die doch selber. Ist das nicht so Nu-Metal? Ja, das ist doch kein Metal mehr. Nennt sich doch irgendwie anders, ne? Doch, das ist. Ja, doch, das ist Metal, aber das ist irgendwie so ein anderer Metal. Also Linkin Park ist... Ja, da sagen ja die Fans auch, dass die einfach nicht mehr true sind. Ne? Ja. Die sind einfach weggesoftet. Früher war das halt noch wirklich New Metal, konnte man damals wirklich so nennen. Ähnlich wie zum Beispiel Korn. Geht denn immer auf mich? Was soll denn das? Hör doch mal auf. Und mittlerweile ist das halt echt so, dass sie nicht mehr so viel mit Metal eigentlich am Hut haben. Ja. Muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das Problem ist an den ganzen Musiksachen, dass es mittlerweile 5000 Richtungen gibt. Ich glaube, du kannst nicht mehr sagen, ja, dieses Lied ist Rock und keine Ahnung was, weil jetzt einfach von jedem von jedem Mistpoop quasi einfach das 1000 ist aber, Abzweigungen gibt. Das ist aber ganz extrem momentan in Richtung Elektro. Bei Metal ist noch so, da kann man eigentlich ganz gut entscheiden. Aber bei Rock gibt es auch viel. Weil du so viel hörst, wenn du immer nur Techno gehört hättest oder elektronische Musik halt einfach, dann hättest du wahrscheinlich auch alles unterschieden.
Ja, aber also, ich meine, das ist gerade. Ich glaube, Elektro ist halt momentan die Musikrichtung, die sich am heftigsten entwickelt. Ja, am intensivsten gerade entwickelt. Ja, Drum and Bass. Oh, jetzt habe ich was gesagt! Jetzt kommt er! Jetzt kommt er! Renn weg, Max! So, sie kriegen mich! Ja, man muss sagen, hier in Braunschweig gibt es einen Brain Club. Denn der heißt Brain. Und da hört man halt. Das ist genau so. Elektro und Alter, wenn man da was Falsches sagt, dann ist man einfach tot. Tot. Da ist man sofort tot, instant. Instant einfach. Aber da muss ich sagen, das hat so ein Ding, was irgendwie schön ist, dass es da so eine Entwicklung gibt. Aber ich weiß nicht, also gerade dann, wenn man anfängt, sich beleidigt zu fühlen, wenn man in irgendeine Richtung reingepackt wird, weil halt irgendjemand einfach keine Ahnung hat, sagt dann halt Linkin Park ist Pop und dann kommt halt inner und hülle dich, eventuell. Ja, und das ist ganz schön. Aber ich sag mal, da gibt's ja auch viel, bei Metal dann ist das ja ganz extrem, finde ich, weil ich weiß nicht, wie das bei euch war, so also während der Schulzeit gab es ja auch viele, die halt auch Metaler damals so in schwarzen Klamotten immer nur zur Schule gekommen sind. Und da war halt echt dieses Standard-Klischee, ich weiß nicht, warum das so ist, aber warum sollen angeblich Metaler keinen Wert auf Hygiene legen? Ich verstehe ja, das ist glaube ich. Das ist doch für den Arsch, das ist doch totaler Quark. Das ist einfach durch dieses, ich glaube bei Metalern ist wirklich so, dass die immer auf ihr Verhalten auf Festivals reduziert werden. Was heißt reduziert? Also ja, warst doch. Du schon mal auf und dem Pop-Festival, weißt du, wie es da riecht? Stimmt. Ja, aber Metal ist ja, glaube ich, was Fest. Naja, was heißt glaube ich? Metal ist, was Festival angeht, viel intensiver. Da gibt's einfach, also Festivals, Metal ist halt. Ja, ist doch alleine Wacken, oder? Ist ja. Schon übel. Wacken. Was ich da immer höre, Alter, was da abgeht, ey, das ist doch extrem. Ey. Ja. Wacken! Ja, was heißt extrem? Also es die, ist die, halt die machen doch regelmäßig ihr Ortsschild weg, oder? Weil das einfach absolutes ja, ja. Gut ist. Jedes Mal. Echt? Okay. Klar, also wer Wackenschild zu Hause hat als Rocker, der ist Gott. Der ist echt gut. Das ist natürlich nice. Ich muss sagen, bei Metal ist es noch so, dass das sich über die. Ist ja wirklich verhältnismäßig jetzt, wenn man jetzt auch auf heute guckt mit elektronischer Musikrichtung und so. Das war knapp. Relativ. Das auch? Das heißt alt. Also, bei Metal ist es halt so, dass die Entwicklung da ist halt schon so, dass man wirklich eine richtige Jugendsubkultur eigentlich hat. Das heißt, auch außerhalb der Musik, wie verhalte ich mich, wenn ich Metaller bin und wenn ich Metalhead bin und so eine Sachen. Auch was ich vorhin gesagt habe mit dem True. Es ist immer so, was wir auch schon, was du gerade gesagt hast, Maxim, auch hier Beispiel Linkin Park. Es gibt ja viele Bands, die mittlerweile einfach vom Kurs, sag ich mal, abweichen und sich halt neu orientieren. Und diese Bands, wenn man die dann hört als Metalhead, dann ist man nicht true. Ja, das ist doch auch oder klar, man oder? Muss eine Kutte haben und da gibt es. Eine Kutte? Ja, eine okay. Kutte ist halt so eine Jeans-Weste. Okay. Ach, da müssen Band-Logos drauf sein. Ja, nein, genau. das sind ja nur die, Metallica Bros halt. Nee, das sind alle. Also, nee. Nein, alle Mettler, die haben halt Schlabberklamotten und schwarz und irgendwelche Band-T-Shirts, aber mit Weste, Kutte, im Motorradclub vielleicht, aber nicht überall. Ja, Motorradclub das ist genau. Aber auch Fußball schon sehr Metal-orientiert, oder? Na, eher Country. Ja, weil sie auf dem Motorrad sind. Country? Ist ja Country? Total. Nee, das sind aber doch alles hier. Typische Biker. Die Biker hören doch alle Metal, oder? Und Rock? Ich glaube, ja gut, hierzulande vielleicht schon, aber ich glaube in Amerika hören die eher so die ganze Zeit Country. Voll die Gangster. Hören die ganze Zeit Britney. Gangster-Biker hören die ganze Zeit. I'm a slave for you. Ja, aber nochmal zur Kutte, also an alle, die damit jetzt nichts anzufangen wissen, das ist halt, man hat eine Jeansweste, tut da seine Patches drauf, so Aufnäher von seinen Bands und hat dazu dann immer, dazu muss man immer zu jedem Aufnäher muss man eine Story haben. Also wie man sich jetzt mit der Band verbindet oder wo man die mal live gesehen hat oder ja. Und okay. Es gibt wirklich so ein richtig, es gibt ein Ritual, wie man die einweiht. Aber das ist jetzt noch. Draufpinkeln meinst du? Ja, und vergraben und ja. Okay. Alter, ich glaube, nice. Du redest echt hier, das ist eher motorradspezifisch. Nein. Also ich kenne das aus meinem Umkreis überhaupt nicht und ich bin ja auch Metaller sozusagen. Und nee. Boah, scheiße. Ja, man muss dazu sagen, bei Max. Ich halte die alle auf! Der Max, muss man dazu sagen, ist bei den Hells Angels.
Ja. Das ist also in der Biker-Szene. Wir haben jetzt ja auch gerade gesucht, die wollen wir ihn, deswegen. Ja. Jetzt, also ihr haben ja lacht, einen sehr entspannten Ruf. Ihr lacht, aber hier in Salzgitter-Lehmstedt, da hatten die mal Tag der offenen Tür. Und, das gibt's bei denen auch, ja? Ja, ja. GG. Folgendes, du kommst da rein. Die sind super nice zu dir, ne? Super nice, wirklich so. Man denkt ja so, das sind dann so ein paar fiese Typen und erklären dir ihr hirnverbranntes, keine Ahnung, ne? Aber du kommst da rein, guckt der Typ an, yo, nice, dass du hier bist, willst ein Bier? So fängt das an. Oder darf es ein bisschen Koks sein, ein bisschen Heroin? Oh Gott. Ne, aber halt auch so um 12 Uhr Mittag, ne? So, ja, da nice, dass du hier bist, willst ein Bier? Ich muss sagen, also war das bei euch wirklich so, dass sich euer Kleidungsstil auch der Musikrichtung angepasst hat? Bei mir ja, also ich glaube, das ist einfach bei Metal auch ganz, oder? Extrem. Ja. Also ich sag mal, es gibt ja auch viele... Das ist halt auch, was ich meine, diese Jugendsubkultur, wie man sich da verhält und so und bla. Aber das hat auch ein bisschen was mit der anderen Musikrichtung zu tun, wenn du Richtung Hip-Hop oder sowas gehst. Ja, stimmt, bei Hip-Hop, bei Metal ist halt sehr speziell. Die tragen doch alle nur hier diese Baggy-Pants und... Ja, warte mal, die Alpha-Jacken. Und so weiter, das ist schon sehr alt, oder? Die dicken Alpha-Jacken, ja, sie Hose ist alt, in die Socke. Ja, Hose aber in die Socke. Oder den Hosenbund irgendwo am Knöchel oder so. Ja. Das haben aber jetzt übelst viele. Wie viele sehe ich, Alter? Du denkst dir wirklich, wollen die ihre Boxershort jedem präsentieren? Ja, das ist wirklich Standard. Der Wahnsinn. Das sind halt einfach diese halbe ganze Schule war so. Dings-Generation. Wie heißt der? What? Was? Der Schrei halt da. Nochmal bitte. Ja! Was? Kenn ich nicht. Das ist doch so ein hier goldzahnbespackter Sonnenbrillentragender. Ach, der du meinst, ja, der Drink und so gemacht hat, ne? Ja, da gibt's wahrscheinlich nicht so viele. Was für ein Fest? Wie heißt der? Hey, ich hab überhaupt keinen Dunst von was ihr redet, ey. Ja, dieser Hip-Hop, dieser englische, amerikanische Hip-Hopper, der... Mit den Rastas. Eminem. Mit den Rastas. Du, Alter, das ist... Da kann man überhaupt kein Bild von hören. Das passt auf Millionen. Du meinst Lil Wayne. Nicht Snoop Dogg, genau. Das ist Lil Wayne. Lil Wayne. Ja, genau. Ja, der ist doch auch voll Musikverranzung, ist das doch, ey. Das ist doch echt schlecht. Und die Jugend feiert's, aber es ist ja fast wie auf YouTube. Ja, es ist echt verranzt, finde ich. Ja, je mehr manchmal muss man Unsinn verraten. Da halt machst, desto besser läuft's. Ja, sieht man bei Max. Ey! Spielsatz-Sieg. Ah! Ja, muss sagen... Perik, du bist relativ, sag ich mal, Mainstream-orientiert. Nein, ich bin nicht Mainstream. Also ich sag mal, mein Musikgeschmack, muss ich echt sagen, also ich hab auch eine Zeit lang richtig krass auf viel Metal und Rock gehört, aber jetzt bei mir war das so... Kollege nur noch? Bei mir, ich höre momentan echt viel Kollega, das ist echt extrem. Also ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, Kollega, voll kacke. Aber das neue Album, wenn du dir die Texte echt mal gibst, ne, die haben halt echt auch Verstand. Das ist ja halt wirklich so, dass der sich auch mal Sinn, der ist halt auch nicht dumm, der Typ. Das ist nicht so ein Haftbefehl, der Hafti Abi. Der Lambo und Ferrari, wissen, wer der Babbo ist. Wer ist der Babbo? Und sowas rappt der halt nicht. Der rappt halt echt auch schon mit Verstand. Ne? Das ist halt auch echt... Ja, der hat das halt als Masche, dass er so der typische Assi ist. Aber der studiert ja auch Jura oder hat Jura studiert. Ja. Das ist halt echt, zwar hier dieser Zuhälter-Rap, wie man den nennt, aber der ist halt echt gut. Das ist halt echt, die Punchlines sind schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, Bushido ist mir auch immer mehr eingegangen, ja. Also, ja, ich sag das letzte hier, die... Der mit der Skull-Maske, wie hieß der? Sido. Aber ich glaube, Sido hat es besser gemacht. Also der Bushido ist wollte jetzt, dann, glaube ich, echt noch übelst tryharden und Sido hat viel eher bemerkt, okay, ich kann jetzt hier in die etwas erwachsenere, also in die Pop-Schiene mehr oder weniger gehen. Aber das ist ja für ihn quasi erwachsen. Und wenn man sich das Video als alte Texte anhört, das ist einfach GG. Nur Arschficken. So, das ist einfach echt super kindisch. Und der macht sich ja selber quasi dumm, weil er selber richtig scheiße fand, was er früher gemacht hat. Ja. Also teilweise auch nur der keine Ahnung, der hat dann das 3 Jahre später gemerkt, okay, über was für eine Kacke habe ich da bitte gesungen. Ja, aber ich muss sagen, jetzt schon die Kommentare unter dem Video, die ganzen Hobbys. Ja, Musik ist halt echt auch ein... Geschmackssache einfach. Ja, das ist eine Religionsfrage dann am Schluss auch. Ne? Ja, nee, ist halt wirklich so, ey, wie manche Leute auf sowas schon direkt reagieren werden.
wenn wir jetzt es sagen, ist ja auch nicht böse gemeint, sondern ja, ist ja einfach so, wir sind ja hier einfach, genau, freie jeder Meinung sagt seine Meinung über die ja. Musik. Ich muss auch sagen, dass Bushido ja auch quasi nur selbst. Also. Bushido finde ich aber auch, also ich weiß nicht, ob ihr die neuen Lieder auch mal euch die Videos angeguckt habt, das ist ja auch echt nicht mehr so wie früher, ne? Wo du einfach so ein Video hinklatscht, wo du in deinem Ghetto bist, da ein bisschen mit der Hände fuchtelst und dann bist du der King. DCVDNS. DCVDNS, Alter, der Typ ist episch, der ist richtig episch. Ja. Sondern auch die das neue. Alles gut, das solange die Nutella nicht nach Scheiße schmeckt. Leben und Tod des Kenneth Glöckler, das war doch episch. Ja, es gibt halt noch jetzt mehr und mehr, glaube ich, so auch Trollhopper, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel. DCVDNS ist schon echt der Wahnsinn. Oder Moneyboy. Moneyboy, aber genau. Der ist nicht Troll, das, oder? Das ist auch, doch. Ja, Moneyboy ist epischster Todestroll, Alter. Echt? Ey, ich dachte immer, der war. Aber der ist halt auch schon wieder weg vom Fenster. Ne, dann gab es ja Playboy 51. Oh Gott. Und so eine Leute. Ich werde jetzt alle aufessen. Oh, und ich werde sterben. Nee, ich finde, was ich musiktechnisch jetzt gerade angenehm finde, ist halt das VBT. Das habe ich halt übel gerne geguckt, 2012, 2013. Also wo die quasi was ist denn VBT? Selber, VBT ist Video Battle Turnier, wo die halt selber Battle Videos gedreht haben. Und natürlich ach, so mit Battle Boy Basti und so weiter oder was? Ja, und das war super geil, weil das einfach nur erstens teilweise sehr unterhalten war und zweitens die Leute halt etwas selbstständig produziert haben. Wir als YouTuber, wir kennen das halt, wir machen irgendwas und finden das natürlich extrem geil, eventuell. Mit OBS. Und mit OBS ist das denn. Und ich glaube nicht, dass sie es mit OBS gemacht haben, aber wahrscheinlich mit etwas mit ähnlichem. Einem epischen Kabel, ey. Genau. Aber das Ding ist halt, dass das selbst gemacht ist und die geben sich halt größte Mühe und versuchen das halt abzumischen und es gehört halt extrem viel zu dem Musikvideo dazu. Und wenn das halt noch dann, es ist, der Inhalt ist vielleicht nicht super deep, weil man sich halt gegenseitig dumm macht, aber die Technik macht es halt aus. Und das sind halt solche Sachen, die einfach echt geil, also ich mag es halt, wenn die Jugend irgendwas produziert, was, oder an sich etwas Sinnvolles produziert. So. Okay. Und sei es halt nur ein Video zu machen, wenn sich gegenseitig runter macht, aber das Runtermachen ist ja auch... Ich glaube, der Höhepunkt ist ja unter anderem auch Julians Blog Battle, oder? Alter, das ist, also ich muss sagen, Julians Blog ist, also was Ironie und Sarkasmus im Internet angeht, ist der Typ episch. Ja. Also wer das ernst nimmt, was der da sagt in seinen Videos, ne, der hat auf jeden Fall... Ein bisschen Arschloch so, aber... Ja, aber ich meine, das ist doch jeder mit Verstand versteht doch, dass das wirklich sarkastisch und ironisch gemeint ist. Ja, beim Internet, wer ist denn da bitte mit Verstand unterwegs? Ja, da machst du einen Kappa hinter den Satz, mein Gott. Ja, das geht nur auf Twitch. Das ist doch easy. Das Kappa geht wirklich nur auf Twitch. Der ist wirklich auch nicht gerade dumm, der Typ, also... Ja, aber hat ja, Verstand, aber bezogen auf Musik hat er halt, wie gesagt, die VBT-Sache so ein kleines bisschen übernommen. Und das halt relativ gut, weil mit dem Punktesystem und so weiter, das fanden halt übelst viele extrem geil. Was ich halt irgendwie gut verstehen kann. Aber es ist halt wieder etwas selbstgemacht. Also wenn man halt Jugend fördert oder so, ist super geil. Dann kann ich definitiv... Ich weiß noch ganz genau, bei Julians Blog war so auch der Höhepunkt von wegen was... So, dass wirklich die Leute darüber reden, so Bekannte. Also, Bekannte von mir so. Wie hieß der? SpongeBoss gegen was weiß ich. Und dann gab es ja da ja auch so Theorien, dass SpongeBoss, weil der sich ja nie gezeigt hat, in Wahrheit der und der ist, was weiß ich, Kool Savas oder ich weiß ach so, nicht. Achso, ja, ja. Aber da gab es so Theorien und ich weiß nicht. Da gibt es auch jetzt momentan so eine richtig krasse Theorie. Irgendwie. Debatten. Ihr Kollege ist ja auch ganz bekannt und da ist ja angeblich, gibt ja diesen Wilhelm Kramer. Der soll, das ist ein Let's Player, so ein 50-Jähriger oder was, so gibt der sich zumindest. Und das soll angeblich Kollege sein. Was? Das ist halt, wenn das so wäre, ne, wäre das so lustig. Alter, ohne epische Scheiß. Gerüchteküche, Alter. Aber. Ja, aber ja, das ist definitiv. Echt übel krass. Jeder, der sich den mal anhört, ist tatsächlich wahr, die hören sich komplett unterschiedlich an. Ja, die hören sich zwar gleich an, aber wenn du die mal Track für Track hörst, komplett unterschiedlich. Macht mal den Test. Echt lustig. Macht den Test, Freunde. Schreibt in die Kommentare, lasst was ihr rausgekriegt habt. Gibt's so einen Musikstil? Lasst ein Like da und abonniert doch. Genau. Gibt's so einen Musikstil, den ihr gar nicht mögt? War, dann herzliches Beileid. Alter, dieser Troll. Ja. Nee, aber ja. Also Hip-Hop ist, glaube ich, auch eigentlich die Musikrichtung, wo man am meisten drüber diskutieren auch kann. Weil das einfach findest sehr du? Schnell... Ja, finde ich schon. Weil das einfach aus... So wie wir das ja jetzt so machen. Ja, Pop ist... Pop ist Pop. Pop ist Pop. Pop ist Pop. Ja, ich meine dieses überstrapazierte Pop-Geschäft. Nee, weil bei Hip-Hop... Perik, nein, das war meins. Bei Hip-Hop fühlt sich halt übel schnell jemand auf den Schlips getreten oder... Ja, weil es auch wieder so eine... Es war ja früher eher, sagen wir mal, Nische, ja? Inzwischen ist es ja fast Mainstream. Oder? Das ist eigentlich Mainstream, ja? Ja, das ist Mainstream auf jeden Fall. Genauso wie Gangster-Rap.
Das ist ja auch so. Ja, Gangster-Rap. Hier Kollega und sowas, hier Bushido, das war ja früher auch, das haben nur diese ganz harten Gangster-Boys gehört. Ich bin voll der Harte, ich mach nur Geschäfte mit Drogen und in meinem Kopf. Und ganz viel Nutten und Autos habe ich. Ja. BMW. BMW. Cut. Ja. Sehr gut. So, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen in Richtung Mainstream. Beziehungsweise, wir haben jetzt Metal ein bisschen abgegrast, Hip-Hop. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf Mainstream ein. Hip-Hop abgegrast, weißt du, verstehst du? Panz. Boah, du hast ja echt, du hast einen super witzigen Typ eingeladen, Max. Ist ja Wahnsinn. Ich habe ihn jetzt tatsächlich auch nicht verstanden. Egal. Wir hatten gerade schon im Loading Screen eine angeregte Diskussion über Justin Bieber. Ja, genau. Ja, also erzähl mal hier. Die habe ich gnadenlos angeführt. Maxim weil hat sich übel aufgeregt schon. Diana, stell dir vor, du bist der Typ. Ja, das hast du verkackt! Den ganzen Tag wird der gefilmt! Jana, stell mir wirklich mal vor, du bist halt super jung und machst nur Scheiße dein ganzes Leben. Ja. Also das heißt, ganzes Leben lang nicht, aber du bist halt normaler Jugendlicher und da retardierst du nur mal volle Wucht rein in der Pubertät. Und er darf das einfach nicht. Oder es dürfen wir jetzt hier nicht. Vor allem, er wird sein ganzes Leben lang... Na, warte mal, als ich 14 war, da war ich ein Opfer, da habe ich nur Scheiße gemacht. Und stell dir mal vor, du wirst währenddessen... Da wirst du die ganze Zeit gefilmt und keine Ahnung was und darfst einfach nichts machen und es wurde einfach übelst auf die Goldwaage gelegt. Wenn das bei uns so wäre, das wäre GG. Das wäre einfach eine Katastrophe. Ja, Max, das wäre GG. Ich meine, der Justin Bieber, der wird sein ganzes, egal wie jetzt seine Karriere verläuft, ich glaube, in dem Alter, so sage ich mal, ja, jetzt ist schon langsam over, glaube ich, aber so die letzten halt, was waren das, 3 Jahre oder 4 Jahre, waren halt seine intensivsten und der wird immer auf das und ja, reduziert werden. Ja. Man wird immer, wenn man über Justin Bieber redet, über sein Verhalten reden. Ich meine, er bespuckt seine Britney, Fans, ne? Der... Naja, ist ja mit Britney Spears genauso. Auch wenn die sich wieder berappeln. Ja! Echt jetzt? Ja! Und das würden wir im normalen Leben auch machen, aber es wäre nicht so schlimm. Nein. Ja. Also freut euch schon mal auf die Gamescom. Die Gamescom, da werden alle angerotzt. Wir werden alle vollgerotzt werden. Alle vollgerotzt. Kommt her, schüttelt mir die Hand, Mann. Da kommen noch ein paar, die wollen das so. Ey, du hast in dem Video gesagt, du machst es. Wo ist die Spucke, Maxi? Irgendwann ist auch alle. Genau. Oh Gott. GG. Oh, ich laufe extra den ganzen Tag mit offenem Mund, damit es das so schön ist. Ja, aber bei Miley Cyrus ist ja. Ich meine, was haben die für Manager? Das sind echt nur irgendwelche. Ja, aber das sind halt Kinder. Arschlöcher. Das sind halt einfach Kinder. Die einfach die ausnutzen. Aber guck mal, bei Miley Cyrus ist das doch noch krasser. Die ist doch schon irgendwie Kinderstar ewig. Das macht alles Schlagzeilen, klar. Aber es versaut dir doch dein Leben. Ja, aber das ist egal. Naja, das war halt ihr Leben. Das ist ein junger Mensch doch gar nicht danach. Außerdem ist Publicity halt übelst GG. Wenn die halt nur Scheiße baut, dann kommt sie bei der rein. Aber das meine ich, die Manager von denen, die kacken echt auf die, ja. Und machen einfach nur Geld, indem sie sagen, hier, verhalte dich so und so oder mach das und das. Du bist dumm und kacke und das kommt gut an. Oder machen die da ihr Geld und der Dude hier, Justin Bieber oder meines, ich finde, das sind so die beiden Extrembeispiele sozusagen. Ja, was halt früher einfach Christina Aguilera und Britney Spears waren. Ja. Also wo ich noch jung war. Ja, damals in den 70ern. Die ist ja schon verreckt, ne? Musst du mal überlegen, die ist schon verreckt. Wer ist verreckt? Christina. Ah ne, das war die andere. Oh mein Gott! Das war die mit der Turmfrisur. Christina ist schon tot, Leute. Wie hieß Leute. Die noch mehr? Nochmal? Mit der übelsten Frisur, die auch über die Drogen genascht hat und so. Du meinst Amy Winehouse? Ja, genau. Die ist auf jeden Fall auch richtig abgestürzt, Alter. Amy Winehouse. Nö, fand ich gut. Die lebt halt ein ganz normales Leben. Aber ja, vor allem lebt die jetzt noch, Max. Die hat ein ganz normales Leben gelebt. Aber wir haben ja gelernt, Christina Aguilera ist tot. Könnt ihr jetzt einmal alle trauern? Pass mal auf, übermorgen ruft die Ando. Sag eine mal, Schweigeminute. Ich bin doch gar nicht tot. Hast meine Fans vergrault. Nee, aber jetzt die Musik an sich so, poptechnisch, finde ich, dass es klar, es gibt so, ja, hier leichte Unterschiede, aber generell, wenn man sich jetzt Rihanna anhört oder was weiß ich, das klingt für mich alles gleich. Und ist alles so. Ja, natürlich, weil es auch immer auf dieselbe Art gemacht ist. Also es ist ja, so ein Ohrwurm funktioniert ja auf eine gewisse Weise, ja. Und das wissen natürlich Musikproduzenten auch. Ich habe ja Toningenieur fernstudiert sozusagen, ja. Mhm. Und es funktioniert alles auf eine gewisse Art und Weise und deswegen hört sich das alles so gleich an, weil es eben nach diesem Rezept sozusagen gebaut wurde, ja. Ja, aber bei mir funktioniert es nicht.
Was? Bei mir funktioniert. Muss auch mehr singen, Max. Ja. Nein, ich meine, wenn ich das höre, funktioniert das so bei mir nicht. So. Ja, aber du bist so. Auch in der Zielgruppe. Du wirst schon auch den einen oder anderen Ohrwurm einfach gekriegt haben. Ja, sicher. Hör dich doch die ganze Zeit. Das ist doch auch immer so, kennt ihr das nicht? Man hat immer Ohrwürmer von den beschissensten Liedern, die man eigentlich nie hören würde. Ja, gut, ja, doch, das stimmt. Genau. Das ist so nervig. Das ist halt einfach, weil die Melodie so einfach ist, so einfach zu merken. Ja, genau. Da kriegt man Ohrwurm. So. Was haben wir denn für einen schönen Ohrwurm gerade? Was läuft denn gerade im Radio? Ich habe keine Ahnung. Ach, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Weil ich einfach nur letztens war ja, also was heißt letztens, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber so, das war ja wirklich ein Extrembeispiel mit Hoppen Gundam Style. Achso, ja. Na gut, das ist aber gut, mehr so ein YouTube-Phänomen, was dann übelst abgegangen ist. Nicht unbedingt. Das ist doch mittlerweile das meistgeklickteste Video der Welt. Ja. mit Justin Bieber war ja oder keine Ahnung was. Ja, ja. Milliarde, glaube ich, war. Ja, das ist eine Milliarde. Ja, 1,5 hat er jetzt, oder? Alter, GG, Mann. Das ist richtig, richtig Fall, episch. Der ist auf jeden Fall reich. Der hat richtig Geld gemacht, Alter. Oh, ich hab Ulti. Wah, piu, piu, piu. Ich glaube, ich werde meine Ulti so schnell nicht einsetzen. Ich komme selber nicht dazu. Nee, das ist dann immer das Ding. Also wie gesagt, Musik hin oder her, man kann halt dann Ohrwurm kriegen und alles so weiter, aber die Geschichten dahinter sind halt meistens absolut. Hier die Ärzte haben mal den übelsten Parodies, Satire über Mainstream gemacht. Das heißt Captain Metal. Müsst ihr euch unbedingt geben. So ein richtig geiler Song. Richtig lustig. Also wenn, vor allem das sind halt die Ärzte, da muss man jetzt nicht übelst der Metalhead sein, um das jetzt gut zu finden. Das Lied ist wirklich. Nimmt das alles so auch ein bisschen auf die Schippe. Ja. Also, Freunde. Kann man eigentlich jetzt sagen, dass Dubstep eigentlich Pop ist? Ja, es ist so diese Hipster-Bla-Generation halt. Weil ich meine, Pop heißt ja nichts anderes als populär, oder nicht? Was die genaue Übersetzung davon ist. Ja, Pop, oder Definition von Pop ist popular schwierig, oder? Music, also man kann, glaube ich, wenn es im Radio läuft und auf Musiksendern, dann ist es, also wenn es, ja doch, Mainz, wenn es ja, aber Dubstep läuft ja nicht auf Radiosendern. Also ich meine, hört ihr Skrillex irgendwie, wenn er mal eins live oder so anmacht, oder generell euer Regionalradio, hört ihr doch kein Skrillex da mit fetten Dubstep, ey. Also, das wäre, überleg mal beim Autofahren, so eine Oma schaltet ein Radio ein. So eine Oma schaltet Radio ein und dann GG, ey. Oh Gott. Nee, aber ich finde auch so, dieses Heavy Bass und Elektro-Gedöns, auch Drum and Bass und Dubstep. Wobei Dubstep auch jetzt gar nicht mehr, ich glaube, das fällt schon sogar langsam ab, würde ich meinen. Ja, meinst du? Ja, das geht jetzt eher in die Richtung Heavy Bass und House. Ich finde es immer noch mega geil. Ja, weil es auch dem Metal so ein bisschen ähnlich ist, weil es halt, ja, es rotzt halt einfach geil und ich mag es, wenn es rotzt. Gute Idee. Ich mag, wenn es rotzt. Aber hört ihr eigentlich auch, also zum Beispiel bei Max, du hast ja gesagt, du hast eine Zeit lang echt nur Metal gehört. Hörst du dann auch, also man hört ja auch stimmungsabhängig, sage ich jetzt mal, wenn man gute Laune hat, hört man zum Beispiel mal ein schnelles Lied. Hast du dann trotzdem immer nur Metal gehört? Ja. Metal ist mit die, also ja, eine Musikrichtung, die am abwechslungsreichsten ist. Ja, total variantenreich. Das ist halt immer so dieses Klischeehafte. Ja, da schreien sie immer nur rum. Für mich ist das keine Musik mehr. Ja, gut, das ist ja jetzt auch was anderes. Das ist doch halt Screamo, oder? Das nennt sich doch schon wieder ganz anders. Das ist doch kein so Metal. Ja, da gibt es gibt Shout, Cry und Growl. Also ja, Growl ist halt diese Richtung. Growl ist halt so eher Death Metal, das ist halt dieses grundartige so. Siehst du, das, sowas solche könnte ich auch nie hören. Das ist einfach. Nee, das ist für mich schön mit Double Bass und so. Doch, nee, Mann. Klar, ist geil, hören. Mann. Das ist geil. Richtig schön aggressiv. Und dann gibt's halt. Das ist einfach nur. Ja, aber mit richtig geilen Riffs und das Schlagzeug fetzt die. Ja, Mann. Also, das muss man halt. Man muss auch dazu sagen, damit es richtig wirkt, muss es laut gehört werden. Ja. Und vor allem und Metal ist der natürlich Klassik am nächsten. Ja, hört halt. Musikrichtungen. Ja, ist und, so. Die ganzen Riffs und das alles. Kompositionen. Und Metal ist halt auch eine unfassbar krasse Live-Musikrichtung. Also das kann das ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich sag mal, das ist ja. Nein. Da muss halt auch vorsichtig sein. Also ich sag mal, andere Musikrichtungen machen ja jetzt auch eine gute Live-Show. Ja, ich weiß nicht, ob die Energie mit bei ist. Guck mal, ich war auf also bei Metal ist Rammstein. Rammstein? 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 Live gesehen. Alter Schwede, da ging aber die Party, du.
Und die ganzen Feuerwerkssachen, die hast du noch 300 Meter weiter weg von der Bühne, hast du die noch gemerkt. Richtig geil. Ja, also bühnentechnisch und Metal, das ist halt wirklich... Also ich gehe auch viel auf Festivals, auch immer noch. Und das ist halt echt immer mit ein Highlight des Jahres für mich. Okay. Weil das ist einfach... Ja gut, Festivals aber nochmal richtig. Erstmal die Musik an sich natürlich, aber auch das Festivalerlebnis. Das ist ja auch, viele gehen ja auch auf Festivals wegen den Leuten, weil die einfach... Und Moshpits, Alter. Und Moshpits, Alter. Das habe ich noch nie verstanden. Das ist doch wirklich, die rempeln sich da die ganze Zeit an, ja, oder? Ja, genau. Da möchte ich auch nochmal was zu sagen. Ja. Also, Erzähl Pogen, mal, komm, Pogen, ja, Pogen nennt. Das verstehen übel viele nicht, glaube ich. Pogen nennt man das. Pogen. Das ist halt... Es gibt jetzt mehr und mehr sogenannte Violent Dancer. Also Leute, die gewaltartig tanzen um sich. Das sind die Leute, da gibt es verschiedene Dance-Moves, ich mach das mal vor. Da gibt es die Windmühle, die geht so. Da gibt es den Apfelpflücker und den Spargelstecher. Und dann gibt es halt auch noch Leute, die treten und hauen. Das sind halt richtige Spacken. Die wissen auch nicht, worum es beim Pogen geht. Pogen ist eigentlich, man naja, ist halt in einer... Das stimmt so nicht ganz. Ja, jetzt geht's los, Freunde. Oh, jetzt ist der Beziehungsstreit. Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's los, mein Pogen Freund. Ist halt so, die Menge schubst sich ein bisschen rum. Ja, aber... Springt, ja. Also es geht schon rau zur Sache. Brechen sich die Arme? Natürlich. Nee. Nein, eben nicht. Nee. Also es ist klar, es ist nicht ohne, aber es ist halt nicht dieses... Schlagen, treten, bla. Okay. Ellenbogen sollte man einfahren beim Pogen und dann ist alles cool, eigentlich so. Aber gibt's doch trotzdem, wie du sagst, schon so ein paar Spacken, die das dann. Ja, das ist halt Moschen. Ich glaube, du musst Moschen, Alter. Ja, er hat recht. Ich glaube, du musst da wirklich differenzieren, wie gern die Leute da abgehen. Also, ich war auch früher bei solchen Konzerten dabei, weil wir halt entsprechende rockorientierte Schülerbands hatten und da haben wir halt auch gepokt und es hat super viel Laune gemacht, wenn es halt in so. Weil das powert dich auch aus, so, weißt du? Du wirst ja extrem viel Energie los. Was ja auch ein riesen Spaß ist in dem Sinne. Aber man muss ja dazu sagen, dass wie gesagt, es gab immer einen, auch bei übel vielen Konzerten, der einfach nur total retarded war und nur wirklich richtig krass abgegangen ist. Ja, wenn das alle machen, ist das überhaupt kein Ding. So, deswegen sind ja auch, keine Ahnung, Hooligans okay, wenn die sich gegenseitig kloppen, solange die sich gegenseitig kloppen. So. Und mich in Ruhe lassen und meine Cola trinken lassen. Ja, das ist auch so eine Sache, wenn es dich so ankotzt, dass da alle pogen, warum gehst du dann dahin? Ich meine, ja, Alex hat schon gesagt, es gibt Moshpits, ja, wirklich Plätze, wo man weiß, hier wird getötet. Und wenn dann da mittendrin irgendein Dude steht mit seiner Ische und sich übelst über die Leute aufregt und da so einen auf Beschützer macht und alle ankackt, es ist halt Brainlag, ja. Da muss man aber auch differenzieren. Es kann sein, dass einige da reingeschoben werden. Also das hat man halt auch gehört. Die werden halt... Ja, die gehen da halt übelst ab und... Ja, solche Berichte gibt es aber auch. Weil das ist halt... Wie gesagt, ja, jeder kann machen, was er will. Solange jeder die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich möchte gerne da rein und verletzt werden. Aber wenn jemand von außen da kommt und sich nicht wehren kann... Alter! Ja, ne? Das ist ja nicht so. Es ist ja... Nein, ich übertreibe jetzt ja. Aber ich meine... Fall mal bei einem Pop-Konzert auf die Schnauze, inmitten der Menschenmenschenmasse und mach das mal bei einem Metal-Konzert. Genau, ja, und bei Metal bist du nicht sofort tot. Nein, weil die dir aufhelfen. Das meine ich auch mit dieser Jugendsubkultur und mit wie man sich verhält und teilweise sogar kann man da von Tradition sprechen. Genau. Bei Metal ist es so, es gibt halt klare Richtlinien. Und dieses Violent Dancer-Kram, das ist zum Beispiel bei Pogen, das ist dann eher der Moschen. So bei Metalcore. Ja, das ist jetzt alles, klingt alles voll strange. Ja, gut, aber Moschen, das klingt wirklich so, wie als wenn du einfach mit... Moschen ist halt auch mit Mörder. Aber du musst da schon sagen, Max, dass du da schon irgendwie so in einer Sicht ein bisschen voreingenommen bist, oder? Also ich sag mal, du hörst jetzt selber die Musik, du gehst vielleicht selber gerne auf sowas. Nee, aber ich sag mal, für Leute, die das jetzt gar nicht kennen, da sieht das natürlich böse aus. Ja. Klar, ja, deswegen, aber das ist halt, voreingenommen sind eigentlich noch viel mehr die anderen, weil ich über die's Metal immer übelst viel... Weißt du, wenn du... Das ist so schade, wenn du etwas nicht genau kennst oder dich nicht auskennst und dann sagst du einfach, es ist so und so. Ja, also dieses dann Klischeehafte und alles über einen Kamm kämmen und das nervt mich halt immer übelst. Hm. Und deswegen, das ist halt auch so ein bisschen dann wieder dieses mit der Gruppe laufen. Das ist so schade. Ja, anstatt mal selber seine Erfahrung zu machen. Und ja, aber ich sag mal, du sagst ja auch in einer Weise, sagst ja auch, alle Poplieder klingen gleich. Das kann jetzt deine Meinung sein, kann ja von einem anderen zum Beispiel, der kann ja zum Beispiel sagen, alle Metal-Lieder klingen gleich.
Weißt du, was ich meine? Also, ich ja, sag aber mal, ist ja jetzt nicht so, dass da. Dass nee, du da, das, also, ja, ja. Aber das ist halt schon wieder bei. Nee, aber bei Pop ist es ja einfach wirklich so, haben wir ja gerade auch schon richtig analysiert. Ja, das ist einfach das Verhältnis da. Ist ganz Max anders. Max ist auf der Analyse-Couch. Nee, ich verstehe, was du meinst so. Von nee, ich sehe das, also ich verstehe das nicht falsch. Ich sehe das genauso. Für mich klingen auch viele Pop-Lieder gleich. Ich aber verstehe ich sag jetzt mal, auch den Punkt, den du jetzt hier halt. Also von wegen hier Meinung, jeder hat seine Meinung, ja. Aber und klar, ich bin auch krasser Metal-Vertreter und ich versuche ja auch Verfechter und ich sag das einfach nur so, ich habe einfach mit Metal viele, viele Erfahrungen gemacht und nur gute oder nur ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, irgendwas gab es bestimmt, was irgendwie, aber und die versuche ich dann hier, so eine Chance nutze ich dann, um den Leuten da mal ein bisschen, ne? Weil es ist einfach so, dass viele ultra die Vorteile haben. Ja, das ist aber, also ich finde das bei Metal extrem. Ja, bei Metal finde ich das extrem. Also da gibt es echt eine Menge Leute, die da Vorurteile haben. Und ich muss auch sagen, dass ich auch in der Schulzeit damals war, ich bestimmt auch einer, der mal so gedacht hat, was sind das für Typen? Du, genauso früher habe ich gedacht, Alter, Hip-Hop ist so der Müll, ich hasse es, sind alles aggressive Spastis, die nur über Gewalt singen und beleidigen, sich gegenseitig beleidigen und dissen oder halt sie Text nur über, wie sie deine Mutter ficken oder über irgendwelche Nutten. Und heute höre ich halt teilweise, ich überhaupt selber habe meine Erfahrung gemacht und merke, okay, es ist nicht nur so. Ja, es gibt zwar ein paar Leute, die so sind, aber das gibt's ja überall. Früher, das ist halt eher so Agro-Berlin oder so. Ja, ne? Das ist ja, wobei sich das aber, ja auch wieder echt geändert hat in den ganzen Jahren jetzt. Also wie Maxim schon vorhin gesagt hat mit Sido, der schämt sich ja quasi jetzt selber für die Musik, die er damals gemacht hat. So, aber das war halt früher dann auch meine Einstellung. Klar, es ist auch immer alles ein bisschen, je nachdem wie alt man, beziehungsweise wie reif man ist. Klar, wenn man jung ist, dann lässt man sich auch viel leichter, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen oder so. Ich meine, ich war in derselben Situation, von der Gruppe auch ein bisschen führen. Ja, man verlässt sich auf Institutionen, die Ahnung haben. So. Ja. Denkt man. Ja, vor allem viel auf den Freundeskreis, ne? Ja. Also da hat dein Freundeskreis an Musik hört, da bist du eigentlich auch schon fast mit drin. Ja, das stimmt. Aber das ist auch okay, also es ist ja auch, sicher. Auch ein gewisser Reflex, dass du mit deinen Freunden vielleicht so, dass wir die Musik cool finden, die uns gewisse Erinnerungen wachrüttelt? Ja, wenn ich nämlich mal jetzt meine Eltern höre, über was für Scheiße die manchmal fast zerfließen vor Freude. Dann, ja, weiß ich nicht. Macht das Sinn? Alexander, was war deine Frage noch gleich? Ach ja, genau, Erinnerung. Wenn ich sie Musik, selber wüsste. Musik in Verbindung mit bestimmten Erinnerungen. Ach so, ja, Erinnerungen. So wie Gerüche, ob das das Gleiche funktioniert. Genau, wenn du ordentlich kacken warst. Ja. Dann kommen da ordentliche Gerüche raus. Dann kommt eine Erinnerung mit. Erinnerung mit. Wenn du das Meer riechst oder was, dann denkst du gleich wieder an Urlaub oder so. Ja, ist das bei Musik tatsächlich genauso? Weil meine Eltern, oder sagen wir mal meine Mutti, die ist ja eigentlich auch so mehr auf der Metal-Schiene unterwegs, ja? Nice. Und mag ja auch aktuell. Schöner Moschen. So. Manchmal. Was? Meine Mutter ist doch lass Moschen, die doch mal Alter. Ausreden, Mann. Wenn sie ab und zu einen Spinner hat, dann ist sie auch mal ein bisschen unterwegs. Und dann, aber wenn ich dann das von früher höre, ja, ich weiß, dass meine Mutter eigentlich einen ganz guten Geschmack hat, aber dann höre ich den Scheiß von früher quasi, ja, und denke einfach nur das große Kotzen. So. Also muss da ja irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit, entweder die Alterssenilität oder tatsächlich, dass man Erinnerungen schöne damit verbindet. Bei mir ist es so, aber ja. In stark emotionalen Phasen, sage ich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel richtig traurig bin oder richtig glücklich, dann habe ich wirklich inzwischen schon Songs, die mir da, was heißt helfen? Keine Ahnung, ich höre die dann einfach. Okay. Bei mir ist es eher so, dass die Songs irgendwas Bestimmtes abspeichern. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal zu irgendeiner Zeit verliebt war oder sowas und habe immer die gleiche Mucke gehört. Ja, mir ist jetzt nicht speziell eingefallen. Aber da war das auch so, wenn ich das Lied höre, dann kommen dann ungefähr die gleichen Gefühle wieder hoch. Oder halt, oder stimmt. Speziell Schulzeit oder Abizeit oder so. Und jetzt kommt die Frage, hilft das beim Onanieren? Sobald ich das Lied höre, sofort steif. Ejakulat überall in der Wohnung. Ja. Das ist dann, wenn ich beim Einkaufen bin, das läuft zufällig irgendwo dort im Radio. Gucken mich die Leute an und denken, what the fuck? Und ich werde da rausgezerrt. Aber mir geht's gut. Maxim, es reicht jetzt, Alter.
Okay. Stell dir vor, das ist ja wirklich so, Scheiße, natürlich. Was mach ich hier? Nee, aber ich glaube, klar, wenn man jetzt richtig traurig ist, zum Beispiel irgendwer hat Schluss gemacht oder dein Opa stirbt oder was weiß ich, dann ist es bei mir so, ich habe dann auch meine Lieder, die ich quasi, wo ich da so eine Verbindung zu habe, was du auch schon sagtest, die ich da öfter höre oder wo dann Emotionen auch verstärkt durch werden vielleicht sogar. Extrem. Aber du musst übel aufpassen, dass du dich da dann nicht, wenn du jetzt zum Beispiel traurig bist, dass du da nicht dich nicht runterzerren lässt dadurch. Es also, kommt drauf an, also ich glaube, jeder verarbeitet das so ein bisschen anders. Ja. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe da früher übelst oft dann Curse gehört. Weißt du, gibt's Curse überhaupt noch? Der soll auch rappen. Aber da gibt's halt, da gab es irgend so ein Lied, hat er gesungen über seine Ex. Und das war auch so ein geiler Song, der mich, glaube ich, teilweise auch nicht mal glücklich gemacht hat, so, sondern halt nur übelst emotional und ich krieg da einfach die übelste Wut oder so. Was ja eventuell nichts Gutes ist, aber es ist halt trotzdem, es wird halt übelst krass eine, ja, also es wird halt eine übelst krasse Emotion übertragen, muss man einfach so sagen. Ja, also wenn man Mucke hört und plötzlich wütend ist ja, dann hat ja die Mucke im Prinzip alles richtig gemacht. Und das ist halt ein richtig, richtig krasser Effekt. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht bewusst machen, aber ich glaube, wenn ich wieder irgendeine Trennung durchleben würde und das Lied nochmal höre, dann würde es das um einiges verstärken. Und das ist mir, glaube ich, dann egal, ob es was Positives oder Negatives ist. Ich glaube, wenn es halt emotional einfach kräftiger ist als vorher, dann ist es schon ziemlich geil. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den nur Musik kann, so richtig. Und es irgendwie kein anderes Medium gibt, was aktiv rankommt. Film schon, aber Film geht zwei Stunden und muss die Emotionen aufbauen. In Lied schafft es in 3 Minuten. Ja, und vor allem bei Film ist es halt, dass du dir selber nichts aufbauen musst. Du wirst einfach zugeballert mit Bildern. Außerdem spielt bei Film ja Musik mit. Ja, echt? Ja. Genau. Und Musik an sich, dann hast du halt selber so deine Bilder, sag ich mal. Stichwort Maxim urinieren. Da kriege ich beim Urinieren immer einen Harten, ey. Also ich habe auch einen Song, den höre ich immer beim Urinieren. Wenn ich den Song höre, das läuft einfach perfekt. Ich habe keine Schwierigkeiten mehr beim Urinieren. Das ist einfach mein Pipi-Song. Das ist die Das ist mein Pipi-Song. Wenn du alt bist, da brauchst du vielleicht wirklich so. Ja. Oh, nachts raus. Dann machst du viel. Oh Gott. Sag's einfach, Schwesterskind-Ding, ich hab hier. Hast du einfach harten Speed-Metal drin? Und die Schwester ist super trocken. Das ist ja wirklich gruselig. Das alles kann Musik. Ey, Max, das. Ja, was? Du warst voll! Mann. Was? Ich war voll? Ja. Max ist immer ich glaube, voll. Der meint das Health Pack. Max, du warst voll! Ach so, ich dachte gerade, ich habe wirklich Blase direkt auf den Stuhlgang getippt. Oh Max, du bist übelst voll, geh pissen! Ich spür das. Geh auf Toilette, Junge. Riech das bisher her. Sehr schön. Nee, ich brauchte Mana. Ach so. Ich habe auch einen Song, wenn ich Mana brauche. Dann ist der am besten. Das ist der Mana-Song. Kommt sofort. Ey, Gronkh hat ja auch einen Kohle-Song gemacht. Kohle. Ja, das sind auch die epischen Musik. Songs. Aber ich glaube, man kann wirklich jetzt gerade in dem Bereich sagen, Musik hilft. Ja, es hilft auch, aber jetzt zum Beispiel. Therapie. Ja, ist halt echt eine Art Therapie. Aber was ich auch meine, wenn ich richtig traurig bin und ich höre da meine Lieder, die ich dann höre, da muss ich echt aufpassen, dass mich das nicht zu sehr runterzieht. Würde ich dann einfach nicht Musik hören? Ja, aber es ist doch. Aber es ist doch was Bewusstes. Manchmal hat man einfach Bock, traurig zu sein, glaube ich, oder? Ja, das heißt. Ja, aber ja, natürlich. Oder das auch. So. Guck mal! Da habe ich die Ulti gesetzt. Oh, sehr schön. Nee, aber das ist halt so ein Punkt. Aber hört ihr dann auch? Aber Max, ich würde gerne wissen, was für ein Lied das ist. Darf ich das? Ah. Mehrere. Also es gibt zum Beispiel. Sag mal einen Song, wo du sagst, da bin ich traurig, dann Maxim. Bin ich trauriger. Okay, bin ich traurig, wäre ich noch trauriger. Maxim, also der Dude heißt so Maxim. Ja. Ich kann es auch gerne vorsingen, jetzt kenne ich. Meine Soldaten heißt es, glaube ich, oder? Heißt das okay. So? Ah, das kenne ich. Und zum Beispiel auch von Bullet for Valentine, Tears Don't Fall. Das ist halt auch dann wieder ein Metal-Song. So, perfektes Beispiel. Es ist halt nicht immer nur rumschreien und stumpfes. Sag mal, weiß ich, was ihr, wie ihr euch das vorstellt. Die Metal macht normalerweise. Ja. Unbedingt ein Metal-Song. Und hat trotzdem auch Metal-Elemente.
Kann mal jemand hier die Mumie irgendwie? Der hat ja, echt mal. Der hat zu viel HP. Ja, wir können noch mal über DSDS und Co. reden. Oh ja. Mal alles noch schnell Opfer. Anreisen, meinst du? Ja. So, weil alles Opfer. Opfer. So, haben das wir ist aber wirklich so. Ich glaube, DSDS haben sich wirklich nur die allerersten, wie bei Popstars und sowas, durchgesetzt. Ich glaube immer noch hier die komischen Angels. Ja, Angels. Also, No Angels. Ja, wobei das ist ja. Nicht DSDS, sondern wie heißt das? Das war Popstars, ja. Aber ich meine, also Casting, Gelumpe. Nein, ich glaube nicht. Aber die ersten waren immer noch am erfolgreichsten. Die haben am meisten verkauft und irgendwie ja, Staffel 500 noch der was. Der ganze andere Rotz, alles in der Versenkung verschwunden, ey. Ja, aber auch mit bewusst, muss man war sagen. War nicht also, auch, Alex, jetzt bist du aber ein bisschen hart. Ja, ich hab vielleicht ist hier der ein oder andere deswegen. Fan. Warte mal, wie hieß noch die eine Band? Das war eine Boygroup dann. Hier, Broses. Nee. Broses war auch noch erfolgreich. Ja, das war auch noch erfolgreich. Broses, ja. Ich hab gerade gesagt, man... Ja, Brothers and Sisters, da haben sie es so gemixt. Erst haben sie eine Weiber-Tour gemacht, da haben sie eine Kerle-Tour gemacht und bei der dritten haben sie es dann gemixt und das war dann Broses oder irgendwie so. Hier oder Jupagadi gab's auch. Oh das Gott. Jupadi und Jupalda. Jupadi. Jupadi und Jupalda, so heißt es. Ach komm ja, schon. Ja, aber das ist wirklich das Problem. Da gab es ja wirklich eine Staffel nach der anderen. Ich glaube, DSDS hat man auch nur geguckt wegen die Triple. Dieser Triple-Bugs. Alter, nee, ich habe 8-1. Ja, okay, weiter. Man muss dazu sagen... 8-1, Hells Angels! Habe ich bei denen gelernt, beim Bier trinken. Nice. Die Mechanics sind strong. Tschüss. No. Nee, aber das Ding bei den Castingshows, wirklich die Leute werden einfach nur verbrannt. Ich würde übrigens gerne wissen, wie da so ein Vertrag aussieht. Also ja, scheiße wahrscheinlich. Wie viel die Leute irgendwie noch fördern oder so. Also wo die sagen, okay, wir gehen mit dir ins Studio und nehmen da vielleicht ein ganzes Album sogar mal auf mit dir. Und keine Ahnung was, weil das ist ja wirklich, die werden einfach sowas von abused hoch 10. Und ich würde übelst gern wissen, wie viel die da wirklich davon erhalten. Ob das, vielleicht lohnt es sich ja für die Leute. Stell dir mal vor, du gehst da hin, investierst halt ein paar Monate der Demütigung und kriegst dann einfach 100.000 oder so raus am Ende. Aber ist das nicht jetzt so, ich hab das doch mal gehört, die jetzigen Gewinner kriegen die nicht sofort Geld? Echt? Das war doch irgendwie wie so. Ich glaube, DSDS ist einfach an sich so ausgelutscht, ey. Ja, ich habe das die erste Staffel wirklich geguckt, hier mit diesem Daniel Kübelböck und Alexander sonst was. Das war wirklich dann teilweise sogar auch noch lustig, weil allein dieser Daniel Kübelböck ist einfach lustig. Also der ist Solarmillionär oder sowas jetzt. Solarmillionär, ernsthaft? Beziehungsweise damals war es halt einfach noch was Neues. Genauso ja. wie das Dschungelcamp. Wobei beim Dschungelcamp ist ja so, das dass es mittlerweile noch ja, sogar noch erfolgreicher ja. ist als früher. Ja, ich finde das aber auch echt lustig. Ja. Also ich meine, weil du wissen willst, echt, wer jetzt das nächste Opfer ist. Das ist schon echt Ranz-TV, aber das ist halt das super ist lustig. Weil es halt echt die übelst abgefragten Promis sind, die keiner kennt. Sind ja keine Promis. Nee, es sind einfach echt... Es sind übelst viele DSDS-Kandidaten teilweise. Vor allem denkst du dir, bitte lass die einfach im Dschungel. Bring die nicht zurück. Ja, eben. Bitte lass sie. Weil die danach siehst du die ja wirklich Tag für Tag im Fernsehen, Alter. Das ist so grauenvoll. Aber die kriegen ja Kohle. Das geht ja wirklich so, dass die dann... Die brauchen ja das Geld. Also reden wir wieder mehr über Musik. DSDS und Co. Gibt ja jetzt auch das von RTL Super... Nee. Das Supertalent. Da ist ja auch unfassbar viel immer Leute mit, die irgendwie... So, ja, ich hatte eine schwere Vergangenheit. Meine... Aber nur alle, die mit der schweren Vergangenheit kommen. Von mir ist alles gestorben, ja. Ja. Die ganze Familie ist verreckt und ich kann übel gut singen, Leute. Hab keinen Penis mehr. Und dann geht's. Und er kommt. Oh, la, 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 la. Kann ich auch. So. Und, aber bei mir leben nicht noch alle. Genau, und deswegen genug sitzen Todes. Wir hier. Es sind nicht genug Tote. Deswegen sind wir auf YouTube und nicht im Fernsehen. So. Nee, aber oder die Alternative ist. Ja, ich bin 6 Jahre alt und bin übel das Talent und singe wie... Ja, aber das ist doch auch so ein typisches RTL-Ding, ja, gut, oder? Mit dieser Vergangenheit. Sagen, dieser ja, der ist eine Ausnahme, das der stimmt. Der war echt gut und ich meine, da gibt's nochmal so eine Alte, die war aber in England unterwegs. Nochmal so eine Alte. Ja, die halt voll der Schrumpelkopf irgendwie war, ja. Alter. Ja, das ist aber langsam. Dahinter, ja. Hinter dem und dann geht die aber volle Kanne ab und das gibt halt einfach Gänsehaut, ja. Und der Underdog einfach mal Vollgas abgeht der und so richtig mal zeigt, was eine Hake ist. Ja, Alex, dann geh doch mal ab.
Geh doch mal jetzt ab. Das stimmt. Ja, das ist wirklich so, weil Hast du mich gerade indirekt Underdog genannt? Ja, hab ich. Das, beim Supertalent hast ist du nicht ja getan. Wirklich so, dass die das Publikum, was die da live haben, das ist ja übel schadenfroh, Mann. Das boot die Leute da aus, lacht die aus. Ja, aber das ist doch genau das wie früher in der Arena, wo die Gladiatoren waren. Ja. Es ist echt so, RTL, Mann. Ja, Mann. Es ist einfach auf die Ursinne, auf die Ursinne. Oh Gott, das ist so traurig. Ja, aber es hat sich doch in tausenden von Jahren nichts geändert. Ja, das ist echt. Ne? Die Politik ist immer noch korrupt. Ja, komm schon. Nur Messer darf keiner mehr in den Rücken stecken. Da bist du ja gleich dran. Ja, da sind wir heutzutage. Da sind wir uns nicht sicher, sagt der Maxim. Der Maxim hat schon viele Caster erdolcht. Was denkst du, warum ich als erst caste? Ja, ich auch alle mal, anderen tot sind. Alle anderen sind tot! Oder auf RTL. Oder RTL. Das war die geile. Singen. Ja. Ich habe auch immer ein Messer im Rücken. Ich muss immer aufpassen, weil ich sage, ja. Maxim, bei jedem Wort merke ich, wie das Messer in meinem Pedal Rücken bei mir unten. Deswegen quiekt auch Carrick manchmal. Kommt ihr, ihr seht das nicht, aber rechts neben meiner Facecam ist eine Wumme. Da braucht Maxim dahin nur drücken und dann ist vorbei. Deswegen bin ich auch bei dieser Pausencam nicht zu sehen, weil der einfach nur die Waffe wäre, weißt du? Ja, er steht da einfach nur mit der Schrot. Und immer so ein riesiges Gewehr einfach nur. Fühlt euch wohl beim Casten, Carrick. Mach auf jeden Fall keinen Fehler. Sonst war's das. Der letzte Fehler deines Lebens. Haben wir gesagt vor dem Spiel, dass wir das gewinnen? Ja, ja, wir gewinnen. Ich kann nicht carryen, so Leute. Ich stehe 14-6, Leute, schreckt euch an! Echt? Ich stehe 9-4. Ja, wir haben wieder, also wir haben wieder einfach die nur die falschen Leute. Ja. Entschuldigung fürs Übersteuern. Ein bisschen am Feed. Das seid ihr nicht übersteuert. RIP Headphones. Headphones macht's. Gut. So, Max, du erzählst uns jetzt, bei welchen Konzerten du überall warst. Das ist nämlich der einzige Punkt, wo auf der Musikrichtung noch Geld gemacht wird. Konzerte und Festivals, das stimmt. Ja, GEMA ist ja eine super Sache. Bumm! Ich war Konzerte gar nicht mal so viel, da war ich auf zweien von In Extremo, einmal in Hannover, einmal hier in Braunschweig. War jetzt nicht, keine Ahnung, ob ihr In Extremo kennt. Hast du gewonnen? Hab ich gewonnen. ich gehe eher Festivals. Das fing 2010 an, weil man da ja dann 18 wird und dann kann man... 2010, man nur 2010 wird man 18. 2010 wurde man 18? Ja, wer das nicht geworden ist, ist GG. Der ist an der EU vorbeigelaufen. Ja. So wie die Norweger. Die haben halt keinen Bandmeter, was 8 Meter lang ist. So, jedenfalls fing das 2010... Oh, komm mal her, Warwick. Fing das 2010 an. Hey, hilf mir! Ja, ich helfe dir, aber der muss... Ich muss erklären, oh mein Gott! Was ist das für Hilfe? Ich dachte, der rennt weiter. Weißt du, wenn wir das machen, sind wir tot. Ja. Jedenfalls 2010 war ich auf Waldbrand, das ist bei Helmstedt, kennen wir jetzt auch nicht unbedingt. War auch Waldbrand sehr klein. Heißt das. Ja, das war sehr klein. War auch nur eine tolle Band. Das war dann auch der Headliner. Headliner heißt quasi die Vorzeigebands von einem Festival. Ja, der Hauptakt. Der Haupt, genau. Die ist dann natürlich auch zum jeweiligen Zeitpunkt auch dran. Zum Primetime. Genau. Und gibt's eine Primetime bei Festivals? Ja, natürlich. Willst du 10 Uhr morgens bei einem Festival spielen? Ja, aber ist das auch abends 8 Uhr oder was? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das ist nachts, denn glaube ich so um 11 Uhr. Ja, doch, so ab 10 Uhr vielleicht abends. Jedenfalls bin ich dann aufs Rockharz regelmäßig. Eigentlich darf ich das nicht sagen, weil... Du warst nicht egal, jetzt habe ich es gesagt. Rockharz, Leute, wir sehen uns dieses Jahr. Nein. das ist schon ein bisschen größer und das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis GG. Ja? Also Wacken ist halt nach einem Tag ausverkauft und kostet 2 Millionen Euro. 2 Millionen Euro, das Ticket. Also die machen definitiv Plus. Die machen Gewinn. Ja, aber easy. Aber Wacken ist einfach das Vorzeigemodul von allen Festivals überall. Ja, nee, kannst du nicht unbedingt sagen. Das ja, Rock am Ring, es oder? Es gibt noch... Ja, Rock im Park und Rock am Ring halt, diese Schwesterdinger. Ja, Rock am Ring gibt's noch. Und was Rock auch noch richtig... Rock am Ring ist ja für die Popper, so. Was noch... Ring, genau, aber was auch noch Park, ein richtig fettes Flash, Festival ich, ist, gerade auch aktuell gesehen, einfach auch elektromäßig hier jetzt, Alter. Ist Tomorrowland. Ja. Das ist in Belgien, oder? Nee, wo ist da sind auch die Karten instant. Wie Benelux-Länder, glaube ich. Ja. Okay.
Tomorrowland? Was ist das so? Tomorrowland. Das ist halt richtig big so für Elektro und ja. Drum and Bass, Dubstep, keine Ahnung. Wobei wir hatten ja in Deutschland hier auch eine lange Zeit eins, ne? Hier mit der Love Parade. Ja, ja. Ja, ja, ja. Na gut, aber Love Parade ist jetzt gibt, es gibt noch das Hurricane, das vielleicht erwähnenswert. Ja. Aber Festival ist halt einfach geil, weil bei Metal, auch halt wegen wieder dieser Jugendsubkultur, da sind halt wirklich, du triffst kaum Idioten. Klar, es gibt immer und überall Idioten, aber... Ja, besoffene? Ja, nein. Wenn sie besoffen ist, es gibt halt Leute, die besoffen scheiße sind. So. Ja. Was? Und zwar wir überall. Kann ich mir nicht vorstellen, Max. Hatten wir in unserer ersten Folge schon mal ausgiebig drüber geredet. Nee, aber wirklich bei Metal Festivals, ich war noch nicht auf einem anderen Festival, aber ich kann mir vorstellen, dass es abweicht. Bei Metal Festivals einfach gute Laune, jeder will einfach nur Spaß haben. Ist halt generell ein gutes Ding, weil du halt allein schon, du teilst einen Musikgeschmack, der eher Nische ist. Eher Nische ist, beziehungsweise speziell. Und allein das verbindet schon ziemlich. Und ja, deswegen kommt man auch. Man ist total locker drauf, redet miteinander, auch wenn man sich nicht kennt und hat Spaß. Das ist schon cool. Festival ist definitiv ein ja. Highlight des Jahres für mich. Ist eine Erfahrung wert. Ja. Geht auf Festivals, macht sie, Leute. Wenn ihr könnt. Ja. Nicht nur auf YouTube runterladen, die. Wie aber bringt auf, euch auf jeden Fall ein gutes Zelt mit, ja. Passt auf, was ihr esst, weil ich war sogar mal mit einer. Ist nicht geil. Ich war sogar mal mit einer gebrochenen Hand auf dem Festival. Also die habe ich mir da nicht. Und die war danach wieder ganz. Die habe ich. Nee, aber super Erfahrung, Leute. Geht auf Festivals. Heiler. Das Gesundheitswunder schlechthin. Ah, das ist die Heilung. Nee, aber jedenfalls. Da hatte ich halt auch eine Schiene und da war halt übelst der Headliner, also der Main Act. Und da habe ich meine Schiene abgenommen, unterschreiben lassen und dann wieder zum Erste-Hilfe-Zelt und wieder dran machen und verwenden. Das war, die haben ziemlich dumm geguckt, die von Blind Guardian. Ja. What the fuck? Oh, Blind Schiene? Guardian. Ja. Schiene? Schiene! Schiene! Oh Gott, du sagst immer los, ich hätte kein Autogramm und einfach nur Schiene! Alter, da würde ich auf jeden Fall erstmal mich umdrehen und gehen. Und ich will nächstes Jahr wiederkommen. Das wäre ja jemand. Schiene! Schiene! Ja, aber unterm Strich, Festival, super geil, super Quali. Oh, das stimmt nicht unbedingt. Sexy. Aber man muss ja ehrlich sein, ist auch relativ teuer. Wie viel zahlt man jetzt so für ein Ticket? Nee, das meine ich halt eben. Zum Beispiel Rockhard ist halt, ich sag mal, ein relativ, ist jetzt nicht so ultra fett, aber ist okay. Und das kostet für 4 Tage 85 Euro und da sind wirklich Metal-technisch weltberühmte Bands da. Zeltgebühr schon drin? Ja, ja, alles drin. 85 okay, Euro. Das ist aber auch für 4 Tage Versand ist auch schon drin, ja. Ja, ist ja besser. Ja, und da sind halt wirklich auch um 100 rum, auch 4 Tage. Geht auch noch. Und dann halt dafür, also dass es so ultra maximale fett ist. Bands, ne? Ich hab auch gehört, da kann man sogar arbeiten. Da kann man sein Essen abbezahlen und so. Oder, genau. Oder Pfand einsammeln oder keine Ahnung was. Ja. Wobei Pfand einsammeln ein bisschen kritischer ist. Das machen doch immer welche, oder? So auf Festivals. Nee, aber es gibt aber wirklich Jobs zu verteilen. Also die sagen ja, hier, mach das 10 Stunden und dann hast du entweder dein Ticket drinne oder halt dein, keine Ahnung was. Das ist richtig geil. Weil die haben halt günstige Arbeitskräfte. Wir haben damals, im 1-Euro-Laden haben wir uns solche Straßen-Overalls gekauft. Weißt du, hier so Bauarbeiter-Schissnet, oder? Da sind wir mit denen und einem Sprinter, der einen kleinen Anhänger hatte, sind wir da raufgeeiert und waren eigentlich schon einen Tag zu früh da und wollten aber einen geilen Parkplatz haben und schon mal saufen, wie blöd, ne? So, und dann sind wir tatsächlich da aufgekommen. Was? Maxime, saufen? Also sowas. Dann sind wir tatsächlich durch diese Overalls, weil wir alle darin gekleidet waren und mit dem Sprinter da unterwegs waren, sind wir tatsächlich aufs Gelände gekommen. Bis halt irgendwie den Tag vor Release quasi die Polizei kam und gesagt hat: Dieser Overall, den gucke ich mir genau an. Machen Sie den mal auf, junger Mann. Ja. Und solche Geschichten erlebst du halt einfach nur, wenn du da mit Kumpels einfach scheiße. Gute raus. Story vom Festival. 2010 auf Waldbrand, wie gesagt, mein erstes Festival. Ich sag mal, auf Festivals halt wirklich so. Ich stell mir immer so vor, Waldbrand. Dass ja halt alles solche völlige Psychopathen sein. alles Pyros. Ey, voll das Festival, jawohl. Ja, warte, hör mal zu hier. Auf Festivals muss man einfach sagen, 90% wartest du einfach nur auf deine Bands. So, du sitzt eigentlich nur rum, unterhältst dich und dann bist du halt mal bei der Bühne und jedenfalls saßen wir da halt da und haben Bier getrunken, uns unterhalten und da flog über uns, also ein Pavillon weiter,
schlägt eine übelste Wasserbombe auf den Grill ein. So, und dann so, wow, alle, der Dude erstmal, wow. Der Grillmaster da einfach nur erstmal vor seinem Grill, wow, was ist passiert, übel nass mit Kohle und Asche und einfach nur eklig. Das war halt, dann haben wir geguckt, okay, woher kommt das? Und dann, butsch, schlägt schon woanders einer ein, ne? Dann haben wir irgendwie 100 Meter weiter geguckt, wirklich, Alter, halber Kilometer entfernt, so nach dem Motto, stehen da zwei Dudes nebeneinander und dritter hinter denen und die halten halt jeweils über ihrer Schulter ein fettes, straffes Gummi und der dritte zieht das nach hinten in einem Winkel, wo du denkst, Alter, wo will der hin? Und die ballern über den ganzen Campingplatz ihre fetten Wasserbomben. Das war einfach nur. Ah. Super clever. Wirklich, die flogen, Alter. Die haben nicht aufgehört. Und dann wirklich, dann kamen nach und nach halt Typen zu denen hin. Nicht um die anzumeckern, sondern stellen sich daneben im Bier und begutachten. Jo, der fliegt gut. Oh, der kommt gut. Und Achtung da hinten. Das ist halt typisch Festival. Das ist einfach nur geil. Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall heute in der Folge eine Menge gelernt, weil ich bin ja. Jemand, der noch nie zum Beispiel auf dem Festival war. Ja. Nee, ich war wirklich noch nie auf dem Festival und ich gehe aber dieses Jahr auf einem Open-Air-Festival. Ja, auf einem Berliner Festival, was aber politisch orientiert war. Und da waren natürlich auch Konzertteile so, aber auf einem größeren musikalischen nicht. Ich war mal auf einem super kleinen, das ist irgendwie so ein übelster Geheimtipp, okay. Wo ich jetzt nicht mehr... Ja, das ist zum Beispiel... Irgendwas mit Gene, nee, Gucha oder so? Ja. Okay. Keine Ahnung, irgendwas super klein. Es war aber echt chillig, also da war... Aber echt chillen, super. Ah, das wird eine lange Folge. Das ist aber ja. Richtig nice. Also es kommt wirklich darauf an, wie du es machst und worauf du quasi Bock hast. Und wenn du das Konzert, das gibt, ist GG. Es gibt einige, die wollen voll ausrasten, es gibt einige, die wollen einfach nur schlafen und dabei übelst geile Musik hören. So, Perik, du wolltest nochmal drüber reden, was du alles gelernt hast. Alter, was hat der da für ein Livestream? Ja, also keine Ahnung, ich habe nie so gedacht, ich hatte auch so ein grobes Bild, was da so abgeht auf den Festivals, aber was ich hier so höre, das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Keine Ahnung, ich war halt, hab halt nie so die Mucke gehört, die so auf diesen riesen Festivals, weil gerade was du sagst, Metal, da wird ja, sind ja riesige Festivals hier, Wacken oder auch Rock am Ring, ich war jetzt nie so der krasse Rockhörer, dass ich gedacht habe, die Bands, die da gespielt haben, weißt du, die haben mir jetzt nie so zugesagt, deswegen habe ich gedacht, ah komm, gehst du da mal nicht hin, aber das ist halt echt krass, dass du, wenn du das sagst, dass du da echt teilweise 90% der Zeit nur auf deine eine Band wartest, das ist schon übel. Ja, aber es ist halt Zeit dabei, das war normal. Macht übel Spaß. Ja, ja gut, wenn du mit Kumpels drauf hingehst, ist das natürlich super geil. Ja, vielleicht gucken wir da auch ein bisschen mit verklärtem Blick auch drauf. Ja, natürlich hat man eine Menge Spaß, aber zwischendrin ist es halt auch richtig langweilig und du hast megamäßig Sonnenbrand. Und du bist vielleicht stinkbesoffen und liegst irgendwo. Na gut, das ist aber ein bisschen selbstverschuldet, muss man sagen. Aber es gibt einige, die kann man beeinflussen. Nicht unbedingt, du Alter, geh mal auf den. Ja. Nicht unbedingt. Und dann nur das Argument selbst entkräftet. eigentlich kann ich es ja doch beeinflussen. Ja, es ist halt einfach. Das ist. Ja. Festival ist eine geile Erfahrung, Leute. Gibt es dann irgendeine Musikrichtung, die euch wirklich gar nicht zusagt? Ich glaube, ultra harter Todestechno. Also so richtig, ja. So richtiges Stroboskop. Maria, alleige laut. Nee, ohne Text. So. Wirklich so hart, dass kein Text kommt. Genau. Ach so, Hardstyle oder was? Das ist halt so richtig derbe, wo ich dann auch einige Jumpstyle Clubs gesehen habe, wo ich dachte, alles klar, wenn ich jetzt hier sterben würde, es würde keiner mitkriegen. No? Und seins ist wahrscheinlich die Hälfte sowieso schon tot, biologisch. Und das ist halt richtig derbe. Da war ich einfach in einem Club, der hatte einfach so einen grauen Vorhang. So einen richtig gruseligen grauen Vorhang, wo es einfach die ganze Zeit gewubbert hat dahinter und du wusstest ja nicht, was da war. Und da machst du wirklich das Ding auf, alles grau, also epischster super Dunst of Doom. Und dann zwischendurch, also extremster Nebel, muss ich dir vorstellen. Die Nebelmaschine, die hat er echt, da waren bestimmt 5 Stück nebeneinander. Volle Pulle die ganze Zeit. Und zwischendurch siehst du einfach irgendwelche Gestalten. Also volle Bucht. Du hast ja vor uns mit dem Arm gerudert. So. Und das die ganze Zeit. Wirklich. Aber halt gruselig. Also du gehst da rein und hast wirklich Angst, dass dir jemand erstmal volle Bucht in den Plauzt, weil er tanzt. So. Er meint es wahrscheinlich noch nicht mal böse. Aber das ist halt, das ist so eine Sache, wo ich sage, ich glaube, da brauchst du epischste Drogen, um mit der Musik etwas richtig aktiv anfangen zu können. Und das ist, glaube ich, bitter. Ja, da kommt es wahrscheinlich auch wieder auf den Freundeskreis an. Ich meine, ich habe Musik ist, muss man generell sagen, Geschmackssache. Ja. So. Ja, das sowieso.
Ja, aber ich glaube, du kannst einige Musik nicht hören, ohne einen bestimmten Körperzustand zu haben, habe ich das Gefühl. Also ohne es böse zu machen. Körperzustand? Also, Hardstyle glaub, muss ich auch sagen, geistigen Zustand. Also, ja, der also, Körper ist auch, ja so ein bisschen... Ich muss auch sagen, also Hardstyle ist wirklich schon echt ziemlich Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die das tanzt, übel feiern. Das war eher 90er Jahre. Es gibt ja diese geilen Videos auf, was weiß ich. Dieser Wikinger, Techno-Wikinger, der ist... Das Techno-Wikinger. Der ist richtig geil, der macht sein Ding. Zieht's ja durch und das ist auch okay, aber. Ja, so ist es. Ich muss sagen, ich muss lächeln. Hey, wake up. Ich muss sagen, ich muss lächeln. Ja, und ja, das aber ist, du kannst das ja auch eine gut andere Musik dahinter packen, ist doch noch geil. Ja, das stimmt wirklich. Aber das ist doch okay. Also wie gesagt, da jeder soll zu dem abgeben, worauf er Bock hat. Und Leute, was ist hier los? Ich muss hier carryen. Perry, ja, schnatzt dir einen nach dem anderen weg, wir kriegen bloß die Gebäude nicht tot. Ja, wir müssen jetzt wirklich mal langsam beenden, Alter. Ja, ich muss gleich anfangen zu streamen. Bei mir ist der Taro schon auf. Bei mir komm, Turm! Hau ihn weg! Komm ins Bild! Komm in. Du musst jetzt epische Musik einblenden. Oh, Barry, ich weiß nicht, ob du das schaffst. GG! Easy. Den nächsten Tank. Ja, Tank! Oh Gott, und jetzt haben wir verloren. Er flasht! GG! Bin gleich da. Ja. Loi. Ich schick dir was zur Hilfe, okay? Ich bleib gleich, ist bei... Oh, fuck. Yo, das war... Boah, das ist richtig viel Schaden gemacht. Ey, wir dürfen geklatscht jetzt nicht sterben, Alex. Nicht sterben! Ja. Geht! Wir müssen jetzt hard carryen. Haut ab! Wir brauchen jetzt dramatische Musik. Weil die sind halt alle gleichzeitig. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die übelst dramatische Musik. Nee, aber wir müssen beim Thema bleiben, Leute. Ach ja, stimmt. Ach ja! Ja, Spielemusik! Da gar kein Let's Play. Was war denn so die erste Musik? Spielemusik ist aber auch nicht. Was war denn so die erste Musik generell, die ihr gehört habt? Früher habe ich einfach... Früher habe ich mich wirklich hingesetzt. Was war die erste CD, die ihr gekauft habt? Mambo Number 5. Ich glaube, da war echt eine Brille. Mambo Number 5. Hell's Angels Volume 5. Alter. Alter. Nachher denken die Leute wirklich noch, ich bin mein Hells Angels. Ja, sehr, was oh, denn fuck sonst? Bist du doch Venga auch? Boys und Venga Bass, das war das. Ich hab mich nee, wirklich früher als kleiner Hardcore Dude in mein Zimmer gesetzt mit dem Radio. Und hab halt Radio gehört. Und da hab ich Eminem übelst gefeiert. Eminem nice war da richtig new. Du, ja, die kommen jetzt aber hier hart. Hört ihr mal auf zu sterben jetzt? Ach so, war eh der Random, okay. So eh der Random, der kann sterben. Geht schon. Nee, aber wirklich so die erste Musikrichtung, die ich... War auch wirklich durch den Freundeskreis, dass mir einer gesagt hat, hier, ich habe ein paar CDs, hör dir mal an, ist cool. Und dann war das Metal. Und der Metal war geboren. Ja, und das habe ich dann wirklich gesuchtet. Oh. Durch oh, nice. Eric, wir müssen nice jetzt ownen. Was hast du denn für Items? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo falschen... 34 Kills, Leute. Wenn ihr carryen wollt, dann müsst ihr so spielen wie ich. Ich glaube, ich hole mir auch lieber noch Banshees. Dann haben wir mehr Chance. Ich hole mir auch lieber noch ein zweites Item. Oh, ich bin so schnell. Na, ich hätte den ja auch nicht weg, Maxim. Ich bin noch ein Teamplayer. Zieh durch. 3 Sekunden für Momo, 9 für LeBlanc. 3 Sekunden für Momo. Ja, Maxim, bei dir? Wie sieht's aus mit Classic? Oh, das ist irgendwie... Also, halt, bei mir ist Classic, halt, denke ich sofort an Schule. Ja, ich ja, auch. Also ich muss sagen, wir hatten einen epischen Musiklehrer. Der war schon echt GG. Und der hat uns da echt viel Sachen so... Also was heißt ihr beigebracht, sondern wir sollten uns das... Also die Arbeiten waren, schreib alles auf über Bach, was du weißt. Was okay war, so Bildungsauftrag technisch, so ein bisschen. Hm. Und da muss ich halt sagen, dass halt Klassik, keine Ahnung, also das ist jetzt... Ja auch nicht, ich will jetzt auch nicht bildungsfremd irgendwie erscheinen oder so, aber... Bildungsfremd. Es reizt einen einfach nicht so, ne? Nee, es hat nicht den Jax! Ja, bin dabei. Also hau ihn find, weg! Für manche Sachen geht's einfach richtig geil ins Ohr, ja? Ich bin eigentlich... Nice. Nicht unbedingt Klassik-Fan, aber wenn einem Filmmusik vielleicht was sagt, ja. Also, das stimmt. Es gibt also echt so hier Flut der Karibik zum Beispiel und so. Ja, das ist ja, genau. Kann man ja na, dann sind Streichinstrumente GG, wenn du Emotionen ja irgendwie im Film übertragen willst. Ist klar. Oh Alter, wir gewinnen! Gott. Oh, wir haben gewonnen! Ja! Ja! Gibt's doch nicht, ey! Und die Eltern, die Nachbarn. Trotz meiner Mitwirkung. Die Eltern, Alter. Alter, stell dir vor, Alter, wären meine Nachbarn, meine Eltern, würde ich mich erschießen. Da würde ich. Instant. Hallo, Max! Hey, John. Aber bräuchst du nicht mehr selber kochen und waschen und so ein Schiss, ne? Das war eine weitere. Also, generell, Musik, Leute, denkt dran, ist alles Geschmackssache. Wir sind alle ein bisschen voreingenommen und. Fühlt euch da nicht auf den Schlips getreten, genau, jeder und darf hören, was er für geil hält. So ja, ist es. Genau. Und die Olle Ah mach nee, wir haben mal Sound aus. Nice. Wir haben den Sound aus. Ja. Ja, du auch, ne? Ja, fühlt euch nicht auf und beruhigt euch ein bisschen in. Geht sachte an in den Kommentaren. Geht sachte an. Ja, ja, das war eine weitere Folge. Aram am Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Tschüss!